Okay, Aufnahme läuft. Ja, letzter ein. Na YouTube, dann können Sie wieder alle mal zugucken, wie ich gegen Kai gewinne. Auf die Fresse kriege. Man hört dich wieder doppelt. Oh ja. Und hallo Steam. Und Willst du es tschüss wieder Steam. so haben? Kannst gerne was anderes spielen. Und man hört jetzt wieder doppelt. Jetzt müsste weg sein. Ja, jetzt ist weg. Ich war Ja, noch warte. dabei. Wir bleiben aber bei 4 Sterne, ne? Ja. Ich spiele diesmal in Rot. Oh, ist das ein geiler Sturm. Wen hast du denn im Sturm? Ben Jedda. Vollert. Obafemi Martins, Volland. Geil. Ihr müsst die Plätze tauschen. Ihr auch. Ah, der hat nur eine 64, aber 90 Pace. Ey, wie geil ist das denn? Ja, Goebbels, den kannst du mal vergessen, den Typen. Fabregas habe ich noch. Alter, das Spiel will mich gerade mobben. So. Ach, weil er mit für einmal zuppeln hat er sofort zwei Spieler übersprungen und dann habe ich gerade aus Versehen meinen Verteidiger in den Sturm gestellt und den Stürmer in die Verteidigung. Ah, kann ich. Würde das eigentlich jetzt gehen? Okay, am Anfang des Spiels kann ich tatsächlich den Torwart dann woanders hinstellen. Mach doch. Nein, das würde ich nur bei Jan Sommer machen. Und Um dann eine Urgewalt des Angriffes auf dem Platz zu haben. Den besten ja. Stürmer oder den besten rechten Mittelfeldspieler Gladbachs. Den Gladbach jemals gesehen hat. Den Gladbach jemals gesehen hat und das Talent nicht erkannt hat. Ja. Aber das ist in Basel schon untergegangen. Warum haben die den Gemeinsam ins mit dem Tor gesetzt? Kollegen Weil er Frank es Baumann wollte wird das wahrscheinlich. Spiel versuchen. Nee, ich glaube, die hatten zu dem Moment keinen anderen. Die haben Achso. dann gelost. Ey. Ja. Ich muss nur was umstellen gleich. Ich hab ihn an. Ich würde ja lieberweise sagen, mach eben, aber nein. Kannst du machen, wenn ich führe. Oh, da steht ja noch einer. Fuck, nicht runter. Oh nee, das ist Moutinho. Das war eine schlechte Idee. Der ist langsam. Das wird ein Grupp. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Nach wie vor lebt diese Chance. Er ist noch heiß. Da hatten viele hier den Torschrei schon Oh, wie gehört. kommt der denn noch dran? Das war Podence. Ewiges Tempo. Und Nelson Semedo. Wer die Wolves spielt Und und jetzt den ist nicht der Ball aufs geklärt. Feld setzt, der ist dumm. Tja. Klasse Zuspiel. Guck, da ist er schon wieder. Kevin Volland. Jetzt will er ihm den Ball abnehmen. Kann Vorne doch macht er dir nicht. das Leben schwer, hinten macht er dir das Leben schwer. Und das ist der Nö. Ballverlust. Der läuft ja ohne Ball weiter, da dein Typ. Guck, und da ist er schon wieder. Boah, leck mich doch am Arsch. Der Kann ist doch nicht überall, der sein. Junge. Ja, ich finde das schön, das ist der einzige Spieler, dem ich tatsächlich Aufträge gegeben habe, weil ich weiß, wie viel Ausdauer der hat. Boah, ist doch unnormal.
Ich habe ihm den Auftrag Box-to-Box-Mittelfeldspieler gegeben, ihn aber dann in die rechte Außenverteidigung gesetzt. Deswegen ist der halt immer vorn und hinten. Scheiß, das war Mist. Jetzt ist der Platz da. Geht mit Einwurf weiter. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Jetzt zieht er in die Mitte. Da oben, der fordert den Ball. Gelson. Vollands. Ball ist unterwegs. Der wäre gut. Sie machen das Tor, damit ist der Titel in Reichweite. Richtig, wenn es dabei bleibt. Also ich mag die Franzosen irgendwie, also die laufen ja echt immer weiter. Du hast keinen Franzosen im Sturm. Nö. Die französischen Mannschaften, besser ausgedrückt. Ja. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Guter Pass jetzt. Monaco hat jetzt vielleicht Platz. Ganz stark gemacht, das gibt eine gute Gelegenheit. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Ecke kommt in den 16er. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindert. Nein, zu weit gewandt. Scheiße. Nelson Semedo. Fuck. Vorne der Ballgewinn. Volland. Sie legen noch mal. Und der Deutsche macht's wieder. Ja, ganz ehrlich, wer will ihn das denn noch nehmen? Los, von deinem Tor ist gar nichts zu sehen. Spiel tatsächlich auch. Also ich habe noch nie so viel auf Traoré gesetzt. Ich habe den eigentlich immer nur genutzt, um den Ball vorne halt festzumachen. Ich spiele den jetzt wesentlich aktiver, als ich den sonst immer gespielt habe. Das, was ich mit Traoré im Moment mache, das habe ich vorher immer mit Podence gemacht. Ja, genau. Renn mir noch weiter da rein. Mein beste Volland. Riesenchance, aber da müssen sie vielleicht auch mehr rausmachen. Was war das denn? Ey, komm! Wenn das jetzt wieder so anfängt, höre ich sofort wieder auf. Ohne Scheiß. Danke, YouTube. Danke, YouTube. Der Doktor ist nervös. Wieso bin ich nervös? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil du Zuschauer hast? Nein. Nein. Also nimmst du auf und setzt es hinter. Ja. Stream. Stream würde ich nur, wenn über den Stadia Direct Stream. Ansonsten zieht mir das zu viel Rechenleistung auf dem PC. Okay. Aber dafür müssten wir in der Stadia-Party miteinander quatschen, damit man dich auch hört. Ey, wo passt ihr denn alle hin? Komm ich hier nicht mehr raus, oder wie? Ball ist wieder weg. Ziel des Ganzen funktioniert trotzdem. Da hat er die Chance. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Da ist die Flanke. Abwehrversuch scheitert, Szene geht weiter. Da haben sie Platz, jetzt vielleicht der Konter. Können sie was draus machen aus dieser Szene? Jetzt ist es gefährlich. Guter Zweikampf. Jetzt müssen sie aufpassen. Der Ballgewinn war absolut notwendig. Ja, mit viel Übersicht. Die Gelegenheit. Den muss er hier machen. Ja, gut, den hättest du, wenn du den nicht gemacht hättest, dann hättest du direkt aufhören können. Ja. Das Tor nimmt er gerne mit. Alles offen, ich glaube. Da war mein Glück, dass du daneben gedriftet bist. Ja. Gut, aber sonst hätte ich den Pass einfach nicht gespielt, ne? Jetzt haben sie den Ball verloren. Dann hättest du den Pass trotzdem gespielt, dann. Klasse Vorstoß, da müssen sie aufpassen. Ja, könnte was werden. So, klasse Pass. Ah, er gibt abseits, da war der Spieler durch. Plus 3, du kannst jetzt aber auch abschweifen, Mann.
Hase steht. Ha, aber immerhin habe ich jetzt mal von Anfang an genügend Ballbesitz, um ein bisschen noch mit dem Monaco liegt Spiel vorne, immer noch haushalten zu bislang das können. bessere Team. Wenn die Ah, jetzt ein so bisschen weitergehen, hast du. außer sich Leider der noch zu viel, Monegassen. finde ich. Soll ich noch mehr auf Wenn Dominanz jeder. setzen? Raúl Jiménez. Ah, das hätte gefährlich werden können. Er gibt Freistoß, klar. Der Ballverlust. Er trifft die Ach Latte. Gott. Er ist frei, da kann was draus werden. Da holen Sie sich den Ball, sah vielversprechend aus. Ah, die sind gefrustet, überhaupt keine Frage. Das war eine gute Chance und dann ist das Alu im Weg. Guter Pass jetzt. Die Chance. Gut Hey. dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Ich dachte, damit rechnest du nicht. Er lässt weiterlaufen. Doch. Klasse. Durch den Muss ich Vorteil ehrlich bildet sich gestehen, die damit rechne ich Situation. eigentlich immer. Ja, guter Pass. Nur bei mir oder generell? Generell. Da ist die Chance. Das war schon Tor Nummer 3. Der ist richtig gut drauf. Und der Ein Gegner, Hattrick der sieht Volland, mit geile mehr Nummer. als zu viel Gefahr aus. Ich denke, das Ding ist durch. Daniel Podence. João Moutinho jetzt. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln, sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Der Angriff Boah. wird was werden. Geht da noch was? Ja, gut. Ja, der Rückstand ist enorm, ich glaube nicht. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4 zu 2. Ich kann es noch drehen, du. Ja, mit viel Übersicht. Den Ball kriegt er gar nicht gut und so ist Wer das läuft Spiel denn da jetzt im Hintergrund? kein Problem für den Torhüter. Da läuft nichts im Er kommt Hintergrund. Meine rein. Freundin ist sich gerade kaputt am Lachen. Worüber? Das darf ich nicht sagen. Auch Über dieser mich? Ball kommt an. Das macht er Nein. gut heute. Versprochen, nein. Okay. Wenn ich Da das gehen sage, sie reicht sie mir den sofort hoch, Koffer. holen sich den Ball. Sie kommen über den Ja, Flügel. ist gut. Wenn ich es nicht wissen soll, Er kommt dann rein. bin ich damit d'accord. Mir wäre Ja, das vollkommen in Tor Ordnung, wenn du erzielt. das weißt, aber ich glaube, sie wäre Adama. Nee, er kennt dich noch nicht, das stimmt. Das wird sehr wahrscheinlich Ah, irgendwann es mal ist der ein Fall Elfmeter. sein. Wird das eine Torchance? Man kann nie genug Menschen Rivaldo hat er kennenlernen. gut verteidigt. Vor allem nicht solche Knatterheinis wie Sehr uns. gute Passquote. Der Richtig. Ball kommt an. Nein! Raúl. Oh Mann! Klasse Pass jetzt. Nein! Och, lauf doch weiter, Benchetta. Beziehungsweise man nennt das ja heutzutage Flutautos. Ja, aber das Knattern, damit war es schon nah dran. So. Da verlieren sie den Ball. Okay, Der dann Ball kann ich ist mir so offen, da geht einigermaßen einer. vorstellen, worum es geht. Wenn ich. Ja, wenn ich nach Hause komme, Davis. was dann? Dann gibt es Stress, okay, João dann bleibe ich Moutinho nur noch jetzt. draußen. Da kommt der Nein! Pass. Nein, ich Sie haben dachte, eine du Chance, kommst da aber nicht dran. Ich dachte, du hier kommst da ärgern sie dran. natürlich, das war kein guter Abschluss. Bin ich jetzt Raúl einfach fest von Jiménez. ausgegangen. Und jetzt der Schuss. Fällt das Tor doch noch? Holt sich den Ball im eigenen 16er. Da hatte ich gerade gefühlt eine Krampfattacke im Finger, dass da der Klack nicht funktioniert hat. Könnte was werden. Oh, komm. Ich Der finde Ball das schön, kommt dass an. du wirklich überall, wo Semedo auftauchst, Probleme hast. Ja, ich habe keinen, der da mitgeht vom Adama. Tempo her. Am Ball Nelson Semedo. Aber irgendwann ist er auch Sie wollen den aufgebraucht. Anschlusstreffer. Im wahrsten Sinne des Schöner Wortes. Pass. Gefällt mir gut. Sie machen Oh, das Tor. fuck. Das ist Der der war aber Plan. auch schön. Komm, da Und muss so ich kommen wir zugeben. rein in dieses Ja, Spiel. der war Nur schön. noch ein Was hast du Tor statt? Rückstand. Ich verkack nicht, ich führe noch 4-3. Das war mein 4-1. Ja. Kannst du deiner Vorbei. Ja, Freundin da hat gerne er die sagen. Situation blitzschnell erkannt und
Meine Freundin sagte gerade, lass ihm meine Chance, sonst hat er einfach keine Lust mehr, mit dir zu spielen. Nee, so einer bin ich tatsächlich nicht. Ach komm, ticken schneller vielleicht. Ich lasse dem doch eine Chance. Er darf mit mir spielen, ist Chance genug. Das hört sich falsch an. Ja, das hört sich falsch an, das ist mir egal. Setz dir einen 18er Haken dran. Nee, nee, der Aussage entgegen, ich lasse sie mit mir spielen, ist ja jetzt nicht sexuell. Das hört sich nur für manche Leute so an. Ach komm, leck mich doch am Arsch. Ich spiel nie wieder. Wie im Kindergarten. Wenn du immer gewinnst, spielen die nicht mehr mit dir. Ich Ja. weiß. Ist mir aber egal. Es sind noch 90 andere online. Es sind noch 90. Aber wie lange sind die noch online? Ja. Und wenn die dann den Namen lesen und quitten, dann direkt ist auch scheiße. Ich glaube, auch auf Stadia gibt es welche, die wesentlich besser sind als wir. Ja, das glaube ich. Wenn ich da sehe, die Top 10, die hat um die 100.000 Punkte, da denke ich mir so, Leute. Kannst aber auch mit viel Spielen einfach machen, ne? Ja, aber trotzdem. So viel Zeit hätte ich gar nicht. Nee. Oh, nein, nein, nein. Ach, so war ich ja noch mit Tilio. Wollte ich gerade sagen, was? Der kann nur halbwegs gut Bälle verteilen. Mehr kann er nicht. Da war der aber auch mal besser, der Moutinho. Mein Schön gespielt. Junge! Pudenze! Ah, egal, komm, dann machen wir mal einen schnelleren Spieler rein. Sie sind ganz dicht vor dem Comeback in dieser Partie. Und damit hätte ich im Leben nicht mehr gerechnet. Wie Das viel ist er Match-Spiel eigentlich? ist greifbar. Ja, das kam Vorsichtig. definitiv zu Sie sehen spät. beide mit offenem Visier und dann ist der Spielstand auch keine Überraschung mehr. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Danke. Ach Es komm, gibt leck mich jetzt den doch. Elfmeter. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheinbar bewertet er den. Und er macht den Elfer. Da geht es. Ha, schönes Spiel, schönes Spiel. Macht Spaß. Kannst du dich mal am Arsch lecken? Nein. Ich fand es schon schön, dass du halt wirklich überall, wo der Semedo war, Probleme hattest. Über die Seite von Ja. Semedo hast du nichts geschafft. Nee, ich würde aber auch anders aufstellen, wenn ich du wäre. Warum? Naja, das sage ich dir doch jetzt nicht. Ich würde einfach anders aufstellen. Was für eine Aufstellung hatte ich denn gerade? Das weiß ich nicht, aber ich würde anders aufstellen, zumindest. Also positionsgetreu nicht. Also ich würde die Aufstellung lassen, die da hast, aber ich würde anders aufstellen. Ich habe nicht positionsgetreu. Nein, dass du die Positionen so lässt, wie sie sind. Nur anders. Dass Andere ich. Leute dahin. Okay. Also anders. Warte, spiel mal eine andere Mannschaft. Wen hattest du? Wer war das? Ich hätte die Busch. Wolves. Nimm mal irgendwen anderes, ist egal wen. Jetzt übertreibe aber nicht, ne? Nämlich Chelsea. Ja, ist okay. So. Gib mir ein bisschen, ja? Ja, ich will auch mal gucken, ob ich mit einer anderen Ausstellung spiele. Der Bank haben die nichts großartig sitzen, ne? Sag ich ja, nur die Startaufstellung von denen ist gut, der Rest ist nicht so geil. Donker. Ja, ach so müsste das gehen. Okay. Der verliert trotzdem.
Ich bin noch nicht Nein. fertig. Alles gut. Meine Freundin sagte gerade, lass ihn doch einmal. Nein. Ich habe auch schon Lass ihn. öfters gewonnen gegen dich. Da hast du mich nicht unbedingt gelassen. Du hast zweimal gegen mich gewonnen bis jetzt. Zweimal deutlich in dem Moment aber. Standbild. Hörst du mich? Ja. Okay, dann ist Internet nicht komplett weg. Wieso habe ich jetzt ein Standbild? Was soll die Scheiße denn jetzt? Weiß ich nicht, ich drück gar nichts, bevor du nicht. Oh, jetzt ist mein. Oh, selbst der Controller ist nicht mehr verbunden. Haben die wieder. Warte. Spiel Warte, den ich Ball ins bin. Aus, dann haben wir am längsten Zell. Ja, ich sehe gar nichts. Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich auch nicht bewegen. Was ist das denn jetzt? Ich mache überhaupt nichts. Ja, ich will den Ball ins Aus spielen. Damit ich auf Pause drücken kann und das auch was bringt. Jetzt ist das Ding weg. Ja, toll. Und jetzt? Wieso? Warte. Oh, jetzt müsste es gehen. Ja, mach mal. Ja. Ich hab das Ding weg. Ich hoffe, ich kriege den Ball wieder. Das war mein Anstoß. Hä? Wieso ist denn die Batterie sehr schwach? Ich habe das Ding doch angeschlossen. Warte mal. Okay. Müsste funktionieren, wenn ich gleich weg bin, dann ist es so. Ja. Kann aber auch sein, dass dein Grüner bei 3% ist. Was für ein Grüner. Wir haben diesen Wasabi-Grün-Controller uns noch geholt von Stadia. Die gibt's. Ja. Klasse Pass jetzt. Guter Lauf doch Fußspieler. Immer ein früher, Vorbild für Mann. Männer. Ach, das ist Chilwell. Na gut, Verteidiger. Warum stelle ich den eigentlich noch auf? Der macht mir nur Probleme. In den freien Raum. Flanke bleibt hier also ergebnislos. Conte. Ben Chilwell. Super Pass. Mateo Kovacic. Jetzt hat er den Ball. Den kriegt der Torwart. Kovacic. Kanté ist das. Werner. Das ist Kovacic. Am Ball ist Kovacic. Und er pfeift abseits. Nun João Moutinho. Schöner Pass jetzt. Keeper geht gut zum Ball, faust ihn weg. Vorne der Ballgewinn. Raúl Jiménez. Jetzt kann er den Ball reinbringen. Tolle Möglichkeit, aber sehr, sehr gut gehalten. Ziyech. Das ist Havertz. Irgendwas stimmt in meiner Aufstellung voll und ganz nicht. Warum steht Ziyech Okay. in der Verteidigung und Tut doch gar nicht. Chilwell steht im Sturm? Jungs, was ist da falsch gelaufen? Warum steht Chilwell im Sturm? Kann ja auch gleich wechseln, ey. Das gibt Einwurf. Sie nehmen eine Auswechslung vor. Raúl Jiménez. Was macht er draus? Das
war gut gemacht, der wäre fast drin gewesen. Conte. Da ist Havertz. Ziyech. Sie holen sich den Ball. Warum stellst du denn Johnny auf? Kein Zweifel, das ist Freistoß. Weil der besondere Anweisung von mir gekriegt hat. Und da ist der mir lieber als der andere gewesen. Kovacic. Cody oder wie der heißt? Ja, genau. Zu langsam. Auch noch kein Tor für die Blues. Werner. Weiterspielen. Es gibt den Vorteil für Chelsea. Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Und den Bolli hätte ich am liebsten auch ausgetauscht. Da ist der Treffer. Okay. Und dieses Tor haben sie sich mit ihrem starken Fortchecking erarbeitet. Tor gemacht, draufgegangen. Und dann ist das die logische Konsequenz. Warum hätte ich den Bolli am liebsten auch ausgetauscht? Nach dem Ding gerade. Ach so. Bolli ist einer, auch wenn das von den Stats her nicht ist, ist einer der besten Verteidiger, die Wolves zu bieten haben. Ja. Ballbesitz verloren. Christian Pulisic. Ja, mit viel Übersicht. Ach komm. Nach diesem Tor führt man hier schon mit zwei Treffern. Hinten sind die Wolves halt echt nicht stark. Die haben nur Semedo und Bowley. Und dann lässt sich Timo Werner nicht mehr aufhalten. Aus der Halbdistanz macht er diesen Treffer. Das ist eine gute Szene. Da ist jetzt Platz. Wichtig, er holt den Ball. Das ist Havertz. Kai Havertz. Christian Pulisic. Genau, dann kommt der da nicht hin, Mann. Hakim Ziyech. Timo Werner am Ball. Ich weiß nicht, wie sehr du mir in Sachen FIFA-Aufstellung vertraust, aber Podens hast du definitiv auf der falschen Position stehen. Mhm. Jetzt könnte die Flanke, vielleicht der Anschlusstreffer. Ja, das Tor war frei, aber trotzdem, den musst du erstmal von dort. Den kannst du auf dem Flügel viel zu leicht verteidigen. Jetzt steht's hier 2 zu 1. Ja, aber der ist flott. Das hat ja andere Gründe bei mir. Ich nutze Flügelspiele ja nicht so wie du. Gut aufgepasst, da kommt der an den Ball. Raúl Jiménez. Das sieht vielversprechend aus. Ja, toll. Jetzt habe ich natürlich nichts Großes in der Mitte. Das ist. Ja, weil den Großen da hast. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Ja, weil er sich da gerade angeboten hat, was ich total faszinierend finde. Deswegen mag ich den Jiménez nicht, aber die haben keinen anderen guten Stürmer. Die haben nichts, das ist ja das Problem. Aber du hast mir definitiv zu viele Fehler gemacht. Weg mit dir. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Kann man pfeifen? Ich bin Mateo Kovacic. Ja, der nächste tolle Pass. Christian Pulisic. Er geht ganz schön robust da rein. Warum mit dem Kopf, Werner? Warum? Du weißt ganz genau, dass du das nicht kannst. Zu früh gedrückt, gehe ich mal von aus. Boah, jetzt der, ey. Oh, und dann kommt da so ein Müll, ey. Einwurf von der Eckfahne. Denk dran, du hast Traoré, aber ich hab Kante. Du hast Kante, ja. Ich hab Kante. Kante ist 1,50, Kante ist 1,50 groß und. Hat trotzdem viel zu viel Physis für seine Größe. Ja. Und hat für einen zentraldefensiven Mittelfeldspieler auch einen richtigen Wummer. Mit dem kannst du auch mal aus 40 Metern treffen. Ja, gut, aber das können die eigentlich alle, die Zentralen. Der ist ja kein Zentraler, er ist zentraldefensiv.
Ja, trotzdem. Und Moutinho kann das nicht. Moutinho kann gefühlt gar nichts mehr. Ich sag ja, der war mal besser, aber da ist Ich frage halt. mich generell, warum der noch so hohe Stats hat. Ja, das sind diese Überbewerteten. Das ist genauso wie bei Ronaldo. Der ist für mich auch nicht mehr so stark. Aber der spielt in FIFA wenigstens seinen Stats entsprechend. Moutinho nicht. Ja. Genau, Conte, halt dich halt komplett raus. Nein. Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Ecke kommt. Ja, abseits. Jo. Easy. Ein geiler Freistoß, ey. Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Das frühe Stören jetzt. Alles okay? Bei mir? Ja. Ja, warum? Ich dachte nur. Und die Flanke hat er. Kovacic. Timo Werner gibt den Ball ab. Raúl Jiménez. Jetzt ist der Platz da. Sie sind vorne. Genau das, was nicht passieren sollte, ist passiert. Was das in Rückstand gerätst? Nein. Ich habe umgestellt und der falsche Spieler ist in die Verteidigung gerückt. Wieso passiert das denn ständig bei dir? Weil ich gerade von, ich habe gerade einfach nur die Offensivität umgestellt und das ist bei mir Ach so. gleichzeitig ein kompletter Aufstellungswechsel. Und dann kann ich nicht beeinflussen, welcher Spieler in die Verteidigung rückt. Oh. Ja, gut. Hudson-Odoi, der ist natürlich auch mega schnell, aber er kann nicht schießen. Doch, mit links kann er das. Ah, ist halt auch nicht so der Spielertyp, den ich so bevorzuge. Der geht unter Tuchel, finde ich aber auch irgendwie unter. Und wenn er dann mal spielt, sagt er gleich, ey, Junge, nächstes Mal spiele Ja, ich. das Ding ist einfach nur, der hat mir in Hoffenheim oder wo hat der noch? Weiß ich nicht, der war Doch, da ausgeliehen. waren. Der war irgendwo in Ja, in. Deutschland, das weiß ich. Ich meine, er wäre Hoffenheim gewesen. Da hat er mir gut gefallen, weil er sich einfach mal entfalten konnte. Aber du hast da in. Bei Chelsea hast du eben andere Spielertypen, die gefragt sind. Er auch, er fügt sich ja perfekt in die Mannschaft ein, aber das sieht der Trainer nur nicht. Jedes Mal, wenn der spielt, Vorlage oder Treffer. Und dann spielt er auch nur 20 Minuten. Das schafft man nicht, wenn man mit der Mannschaft nicht klarkommt. Der ist jung, dass der mal einen Aussetzer hat, das ist normal. Ja. Ich meine, vom Charakter her kann ich den Typen überhaupt nicht leiden, aber vom Spielen her ist er wirklich gut. Und der kann Chelsea auch helfen. Wenn man es denn zulässt, dass das dann auch tut. Ja, ich sage ja, das ist das Problem. In England ist das eben noch ein bisschen anders geregelt als bei uns in Deutschland. Ja, da brauchst du aber auch ganz andere Stimmen. Hast ja gesehen, wie Timo Werner plötzlich untergegangen ist. Ja, das ist es ja. Das sind eben ganz, ganz andere Verteidigertypen auch. Schnell und ballerig. Ja. Zumindest außen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, die ganzen Innenverteidiger von den Premier League Clubs, die sind alle in diesem Spiel zu langsam. Die sind im echten Leben viel, viel schneller. Und härter. Und noch härter, ja. Gut, aber ich kann auch verstehen, warum man es gemacht hat, sonst wäre im Ultimate Team noch Premier League angesagt. Das ist ein vielversprechender Pass. Fahne so, da ist er etwas zu früh losgelaufen. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Mason Mount. Callum Hudson-Odoi. Timo Werner. Matteo Kovacic. Ja, geht gut Och komm. dazwischen. Warum spielst du, wenn ich zurückziehe, nicht auch zurück zu Kanté, sondern nach Eine vorne zu Parole, einem da sieht man die Gegenspieler? Übersicht dieses Schon wieder. Spielverständnisses.
Ja, ne? Hat den. Ein Ach, bisschen wie Spanisch, Spanisch. Bambini-Fußball. Ja. Hört die mich eigentlich? Nee, ne? Doch, die hört dich. Also ich Echt? habe das Headset relativ laut, ja. Achso. Hallo Laura, ist hoffentlich richtig. Ja, ist richtig. Gute Idee, versucht Okay. den Doppelpass. Marcos Alonso. Ja. Hörst du den nicht? Ich meine Barcelona ja. am Ball. Gerade eben hast du noch gesagt, du hörst den. Matteo Kovacic. Timo Werner. Auch hier jetzt Platz. Den Falscher Ball Fuß. erwischt er gar nicht gut. Du hast den Der gut Schuss verteidigt, ist das war wirklich der perfekt falsche gewesen Fuß. für den Torhüter. Ja, das gibt Eckball. Das war Glück. Geht da Das war noch der was? falsche Kopf. Viel Zeit ist Das nicht war mehr, aber ich Alonso. glaube, das wird noch spannend. Mein Freistoßschütze. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Ausgangspunkt ist der Eckball. Und dann ist das wunderbar gemacht. Mit dem Kopf ist er zur Stelle, setzt sich Ich durch. finde, Chelsea hat nur zwei gute Freistoßschützen und hat nur einen davon 4-3 selbst der Eckham. Spielstand. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Wer ist denn der zweite? Da wäre Platz auf Conte, außen. der hat den genauesten Schuss von allen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Aber den lassen die ja nie Tomasso. schießen. Ja, weil er ja auch so ein Letzte Kopfballungeheuer ist, Saison ne? musste sie ihr Abwehrteam deswegen steht er auch immer 10 Meter hinterm Freistoßpunkt. Neue Saison steigen sie denkbar. Ich würde den schießen lassen, ohne Scheiß. Ich würde ihn und Alonso da hinstellen. Na, aber das kannst du da noch hinstellen. Finde ich nicht. Also ich finde die schwer zu spielen, die Wolves. Erstmal so, aber Semedo und Traoré auf eine Seite und relativ nah beieinander stellen. Das ist das Einzige, was ich dir empfehle. Darf ich die dann jetzt wieder spielen? Ja. Darf ich aber jetzt auch mal eine Top-Mannschaft nehmen, Ja, kannst Köln nehmen. Aber ne? Bayern wäre auf jeden Fall übertrieben. Ah, nehme ich auch nicht. Warten jetzt. Ja, ich habe nicht, ich habe da nur gerade durchgeguckt. Ich habe deinen Tipp jetzt nicht beherzigt, aber ich habe trotzdem was geändert. Stopp, wo ist der Kurzava drin? Da. Ich dachte, der wäre komplett weg gewesen. Ich hasse die Abwehr von denen, ne? Von wem? Von den Wolves. Da mache ich mir Ja, immer die klar. meisten Gedanken drum. Ich habe dann Außenverteidiger in die Innenverteidigung gestellt, damit ich ein bisschen was mehr Geschwindigkeit habe. Ja, wenn ich eine Dreierkette bei den Spielen habe, ich Semedo in der Innenverteidigung. Ja, aber dann nimmst du den vorne weg. Hallo, liebe Fußballfans, wir dürfen Sie sehr herzlich in Ne, wie dieser gesagt, er hat ja Sendung die Anweisung begrüßen, Box zu Box. wo die Egal, wo er Leistungen steht. heute ausgezeichnet sind. Was, Schatz? Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde dieses hoffentlich spannende Spiel gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wolverhampton Wanderers gegen Paris Saint-Germain. Heute muss ein Sieg her, nichts anderes zählt für Sie, denn in der Tabelle beträgt der Rückstand 3 Punkte. Und wenn Sie noch den Titel wollen, dann müssen Sie. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Schön geklärt. Nein, ich wollte doch nur antäuschen, damit du den rumziehst. Neves. Ich Kommt. kenne mittlerweile deine Taktiken im Sturm ein Am wenig. Ball Nelson Semedo. Aber mehr Ich bin nur Prinzip nicht der direkt. beste Sie Verteidiger. geben den Ballbesitz wieder ab. Boah, du. Raúl Jiménez spielt Nein. hier diesen Pass Alter, direkt ich nach hasse außen. es. Ich ziehe zurück zum eigenen Tor mit dem Stick und er passt trotzdem nach vorne. Ja, das liegt aber daran, wenn du dann eine Spezialbewegung machst, dann kommt es auf die Sehr gut Bewegung an, gemacht. die er macht. Sie verlieren den Ball.
Ja, aber mache ich ja nicht. Die Maria mit dem Ball. Nur noch der Torwart vor sich. Da ist das Tor, der Banne ist bereits früh Das erste gefallen. Mal, dass ich mit diesem Mann so da durchgehen kann. In der Verteidigung ist Normal es aber auch kein Wunder. gespielt und wir haben das erste Tor Ja, ich sag ja, geschossen. normalerweise kannst du das mit dem nicht. Raúl Jiménez. Nelson Semedo mit dem Ball. Das könnte gefährlich werden. Johnny. Daniel Podence. Mit viel Auge holt sich da den Ball. Klasse. Draxler weiter am Ball. Flanke soll zu Neymar. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Vorteil für Paris Saint-Germain. Und Neymar. PSG verliert den Ball. Super Pass. Ich hätte ihn einfach laufen lassen sollen. Sie vergeben diese Riesenchance. Und wir schauen auf den Trainer, der kann es nicht fassen, wie man diese Chance liegen lassen kann. Sieht gefährlich aus. Und Ballverlust. So auf offensiv gestellt. Nein. Angel Di Maria. Oh, viel Platz jetzt. Das Tor ist komplett frei. Er macht Ich den denke Ball nur, weil die so weit aufgerückt sind. Weil ich andere Verteidiger aufgestellt habe. Oh. Weißt du, nur weil keine Ahnung, wie man den ausspricht, bei PSG spielt, holt er damals so einfach den Ball da weg. Das finde ich bei FIFA auch ein bisschen richtig Es krass. gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf bei dem Was? Dass das nicht nur nach Stats geht, sondern auch nach dem Verein, bei dem die spielen. Ja, In Sachen aber. Zweikampfstärke und so ein Quatsch, Alter, das finde ich richtig lächerlich. Ein 68er, der bei PSG spielt, ist deutlich stärker als einer, der bei den Abgepfiffen, Wolves spielt. abseits von Di Maria. Das leider ja. Und das ist ein Unding. Die haben nicht umsonst die gleichen Stats. Jubelboom geht weiter. Er hört Und ein einfach nicht 68er, der bei auf. PSG Oder spielt, bist du dürfte eigentlich eigentlich gar dieses nicht coole spielen. Ziel? Die Leute lieben diesen Können. Mann. Er hat 83. Ne, den meine ich gar nicht. Den Nach meine ich gar nicht. dem Es geht mir jetzt 2:0 generell um die Stat-Verteilung. Weil ein 3 gelingt das Tor. 68er Der Gesamtwerte, Angreifer wenn abseits. PSG so einen Richtig. überhaupt hätte oder hat, der müsste Hat, doch ja. eigentlich wesentlich schlechter spielen als bei den Wolves, weil er da wesentlich weniger zum Zug kommt. Bernat. Eigentlich Jetzt ja. Party. Da heißt der, bei dem müssten Fehler vorprogrammiert sein, wenn man den dann einsetzt. Ich sah ja so ein Xavi Maria Simmons da, Bernat. der hat glaube ich jetzt eine 67 oder sowas da. Ja, klasse Pass. Und spielst du mit dem? Nö. Die Maria. Ich bin aber auch kein Freund von dem Flanke soll zu Neymar. jungen Mann. Macht er gut hier. Klasse aufgepasst. Raúl Jiménez. Boah, lauf doch weiter und lass nicht Johnny dahin rennen. Oben über den Flügel. Kommt jetzt die Flanke? Genau aus diesem Verlängerung Grund, weil und das viel zu lange Angriffsoption. dauert mit dem. Neymar jetzt. Und jetzt der Ball für Angel Di Maria. Da erobert er den Ball. Ach, da hätte ich Dreieck klicken müssen. Scheiße. Der Stadia-Controller hat kein Dreieck. Nelson Semedo. Ah, schon Ach, weit. ist das Das ist ein Y. Abwurf für Navas. Und nun Ferrati. Marco Ferrati mit dem Ballverlust. Adama. Ruben Neves. Sie drängen nach vorne, guter Aufbau. Ich möchte dir ja nicht Sauber sagen, gedeckt Podence von ist mein links. zentraloffensiver Mittelfeldspieler und spielt lieber im Mittelkreis als irgendwo Junges anders. Auge. Angel Di Maria.
Dabei ist Und sein den Dom. Das Stellungsspiel und sein Tempo das Einzige, warum der eine 78 hat. Du hast 57% Ballbesitz, ne? Und ich habe nur Höre dies. Probleme, sobald es nach vorne geht. Weil die Jo. Leute als sich einfach nicht dahin stellen, wo ich sie aufgestellt habe. So rum. Obwohl, nee, das kann ich nicht bringen. Dafür würde man mich umbringen. Gut. Hat deine Frau Nachtschicht oder was? Nee, wieso? Ja, ich frage nur, weil die gerade eben erst aufgestanden ist. Nee, die hat schon seit 5 Tagen frei. Die muss morgen Mittag erst wieder los. Was? Moutinho für Johnny, okay. Muss ich nicht verstehen. Es sieht durchaus vielversprechend aus. Raúl Jiménez, kein Tor. Da blocken Sie den Ball gerade. Können Sie verkürzen? Oh, abseits. Fahne ist oben, abseits. Ich habe die komplette Mannschaft umgestellt, in der Hoffnung, dass die jetzt da stehen, wo sie hingehören. Deswegen ist Johnny auch runtergegangen, weil seine Position nicht mehr besetzt ist. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, ne? So richtig hops genommen gerade. So richtig hops genommen gerade, sagte ich. Mit dem Pass. Draxler, was macht er? Stark, das war's mit der Chance. Nun Joao Moutinho. Ja. Adama. Ruben Neves. Gute Aktion. Das ist ein ganz anderes Spiel gerade. Das ist ein ganz anderes Spiel. Ich bin ja noch Juniorentrainer gewesen. Ja, ich bin jetzt noch Torwarttrainer im Verein. Okay. Ich habe zu den Jungs immer gesagt, sie sollen den Ball nicht ins Tor tragen. Jetzt sagt sie, was versuchst du denn gerade? Als Torwarttrainer, du hast den Stürmern keine Anweisung zu geben. Ja, doch, damals war ich noch Junior, also Und voller so. Trainer. Ich habe die Scheißlizenz hin umsonst gemacht. Also ich habe damals nur gespielt. Als Trainer hatte ich keinen Bock drauf. Noch nie. Doch, das ist schon ganz interessant. Meine Trainer haben mich immer geliebt. Das muss man aber auch dazu sagen. Ich habe nie das getan, was man von mir verlangt hat, und trotzdem haben wir gewonnen. Aber auch weil nach einem halben Jahr der Trainer gemerkt hat, vielleicht gibst du ihm einfach die Anweisung. Ne, hier, das ist deine Taktik scheiße, aber hör trotzdem nicht zu, mach, was du willst. Ja, kommt ja auch immer darauf an, was du machst und was du vorgibst, finde ich. Das kann nicht wahr sein, Alter, jetzt aber. Boah, nee. Sag mir nicht, das war Moutinho. Ja, doch, oder? Ich würde sagen, ja, vom Aussehen Acht, her. ne? Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Neves. Der gefährliche Steilpass und dann ist er stark. Oh, Unwiderstehlich, wie spiel er doch da mit früher, dem Kopf Mann. zum Ball geht. Und dann ist der Treffer nicht mehr zu verhindern. Raúl Jiménez. Paris Saint-Germain mit dem Ballgewinn. So wie die jetzt stehen, gefällt mir das aber. Zu viel Power hinter diesem Ball, kein optimales Zuspiel. Macht er? Jetzt können Sie gleich den Ball einwerfen. Genau, und dann steht er. Boah.
Den Zweikampf führt er gut, jetzt hat er den Ball. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Da, der Konter. Jetzt Neymar. Flanke von Neymar jetzt. Und die Situation geklärt. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Weißt du, ich finde das interessant. FIFA gibt mir meinen Stürmer, aber der Pass ging eindeutig zu Neto. Neves. Ja, ich finde das ganz interessant. Also. Angel Di Maria. Gut abgeblockt. So wird nichts aus der Flanke. Sie können nicht klären. Sind weiter im Verhängnis. Abseits. Das ist riskant. Er ist bereits verbraucht. Der hatte auch, das war ein Foul. Oh ja, dann war es noch für sie faul. Die hast du ja schnell mal. Wow. Das habe ich mir anders vorgestellt. Selbst im Falle eines Ballgewinns deiner Seite hätte ich mir das anders vorgestellt. Draxler. Gibt Vorteil für PSG. Ferrati, klasse Aktion. Oh, das gibt's doch nicht. Pech im Spiel. Alu-Treffer und man merkt, das ist frustrierend. Diesen Führungstreffer hätten sie zu gern mitgenommen. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Nein, nicht dahin, FIFA. Gehalten von Patricio. Wir haben technische Probleme. Ich bitte Sie, diese ganzen Fehlpässe bitte zu ignorieren. Es war Abseits. Stand er im Abseits, als das Zuspiel kam. Er geht runter nach einem wirklich guten Auftritt. Geht hier noch was für PSG? So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Boah, Alter, der ist so langsam und hat keine Lust, den Ball überhaupt zu haben. Ne? Das könnte die Gelegenheit geben. Jetzt haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. War das die Entscheidung, Muschi? Möglich ist es, es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Wie funktioniert das? So eine kleine Pups-Gnom-Dingens von PSG und dann haut der Traoré um, weißt du? Als wäre er nix. Ist doch nix. Mit meinen 60 Kilo, da hau ich auch immer 110 Kilo Jungs um beim Fußball, das ist ganz normal. Klar. Nein, indem ich die anhuste. Dich. Guck mal, hier, als du Monaco gespielt hast, als du Lyon gespielt hast, keiner ist also so an den Ball gekommen, sodass er keine Chance hätte, den zu verteidigen. Was ist das für eine Scheiße? Sobald man jetzt mit solchen Top-Teams spielt, die Milliarden an Schulden haben, geht es dann darum, ja. Was ist Tor durch Mbappé! Ah, das ist schon klasse. Wunderbar. Aber dann hast du halt wirklich, ne? Spielst ein Top-Team und dann. Scheißegal. Drauf geschissen. Scheißegal, wie viel Physis der eine hat und der andere hat. Der andere kann mit dem Ball einfach nicht umgehen und gut ist. Ja, richtig. Spielen wir jetzt wieder auf einem Level? Ja, können wir machen. Das Problem ist, dass man hier keine komplett eigene Aufstellung erstellen kann. Nee. Dass man selbst entscheiden kann, wie viele Verteidiger man hat, wie viele Flügelspieler man hat und was nicht alle. Und das nicht doof vorgeschrieben ist von diesen 10, 12 Taktiken, die die da haben. Ja, du kannst hier was zusammensetzen, aber das ist eben, ne? Wie soll das bitte gehen? Indem du, warte, wie war das?
Hey, das kannst du hier gar. Ah doch, Position anpassen auf X. Ne, keine. Doch, du musst auf die Position gehen und dann kannst du ihn vor und zurückschieben. X. X, ja. Position anpassen. Oh, okay. Da wird jetzt einiges. Das gibt mir auch nicht die Freiheit, die ich möchte. Hey. Okay. Muss soll aber immer ein Stückchen warten, ne? Bevor das dann freigegeben wird. Ich spiele jetzt einmal, ein einziges Mal mit der Aufstellung, weil ich das gerade hinbekommen habe tatsächlich, die wir bei Preußen Münster gespielt haben. Gucken, ob du einen Weg findest, das zu verteidigen. Falls ich überhaupt irgendeine Schnitte in dem Spiel habe. Bist noch da? Ja, ich bin noch da, alles gut. Ich bin noch da. Ich war noch auf was am Lesen. Im Molyneux Stadium, liebe Zuschauer, ich darf Sie ganz herzlich zu diesem Spiel begrüßen. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolfuß und Frank Buschmann. Wir zeigen Ihnen am heutigen Tag ein Spiel aus der Online-Freundschaftsspielsaison, in dem es gilt, den Verlust des Titels zu verhindern. War es zu viele Offensivleute? Auxerre Rovers gegen Olympique Lyon. Ich bin sehr gespannt, wie Sie heute auftreten werden. Wir wissen, wenn Sie heute Sind gegen genauso Lyon viele wie weiter diesen vorher auch. Titel gewinnen, Sie sind natürlich bereit, Aber du hast diesen hinten total die Kämpfergeist Lücken in abzurufen. der Aber Dreierkette. andererseits dürfen Sie nicht überdrehen, Weil denn die zu weit es auseinander ist stehen und eine ich weiß nicht warum. Verkrampfung da. Wenn du dir zu viel vornimmst, ist das oft auch nicht gut. Also da ist der Boah. Trainer gefragt. Oh, das könnte was werden. Der Weißt du, erste Abwehr, aber Moutinho. der Ball weiter im Spiel. Memphis in den freien Raum. Da schießt er. Den Ball hält er gut. Ecke. Ecke in die Mitte. Super rausgeholt, den Rui Kopfball. Patricio. Daniel Podence. Diese beiden gehören zu den besten Spielern überhaupt. Naja, das sind die Spiele, auf die du dich als Kommentator ganz besonders freust. Also, gut, dass es gleich losgeht. Ach du Scheiße. Gibt Einwurf. Neves. Ruben Neves am Ball. Raúl Jiménez. João Moutinho. Ein Pass mit viel Auge. Super Pass, Ball kommt an. Scheiße. Den Zweikampf führt er sehr gut. Der hat Special Moves gemacht, die ich gar nicht von ihm verlangt habe. Hm. Das habe ich auch von keinem verlangt, dass der Hier versucht, kommt den Pass so Beckenbauer. zu spielen. Zweikampf hier und das wird Einwurf geben. Super Aktion, das ist die Balleroberung, unwiderstehlich. Gutes Technik. Ist hier immer noch am Ball. Gute Chance für eine Flanke. Das macht er super mit Technik. Oh. Aber mit dieser Aufstellung haben wir die Neves. Meisterschaft dreimal in Folge gewonnen. Ball ist wieder weg. Solange die Verteidiger dann halt ihren Job gemacht haben. Ja, aber dafür, dass du
Aber das tun die hier nicht. Die bauen Lücken auf, die die gar nicht aufbauen sollten. Das ist halt FIFA und dadurch KI gesteuert. Ja, und wie gesagt, hätte ich da jetzt quergelegt, hätte es 1-0 gestanden. Oh, der Denayer, der steht so lahm arschig auf. Der muss ja auch 110 Kilo hochbewegen, so wie der aussieht. Ja. Ach, Scheiße, ey. Hä? Ball ist weg, kommen Sie vielleicht noch mal ran. Klärt ins Aus, wird Einwurf geben. Okay. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ruben Neves, João Moutinho. Daniel Podence, gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Doch. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern Sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein, faustet den Ball weg. Außerdem darf ich den Ball bei dieser Aufstellung halt wirklich nicht unnütz verschenken, so wie jetzt. Schöner Steilpass. Gute Chance. So, die Chance jetzt. Da haben Sie das Tor. Das könnte das Tor zum Titel sein. Und Sie haben die Nervenstärke, dieses Ergebnis zu verteidigen. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Ey, den Spielern ist das wirklich scheißegal, ne? Die spielen einfach nach vorne. Memphis. Klasse Pass. Sie legen nochmal nach und ich glaube, das war. Deswegen nutze ich diese Spezialbewegungen kaum. Ich benutze die ja auch nicht. Wenn ich den Stick, den ich zum Laufen nehme, nach hinten ziehe und dann auf Passen drücke, verlange ich von dem Spieler nichts weiter, als dass er nach hinten passt. Ja, richtig. So, aber er tut es nicht. Er passt dann nach vorne. Kein Vorteil. Vielleicht können Sie das jetzt ausnutzen. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Er lässt sich da nicht aufhalten. Hussein Aouar. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Schönes Zuspiel hier. Warum muss es jetzt anfangen zu lenken? Jetzt wo ich nach vorne gehe, ganz ehrlich. Ja, ganz energisch. Ball ist weg. Gefahr erstmal bereinigt. Raúl Jiménez. Und er pfeift abseits. Tolle Kulisse hier, Buschi. Das ist Fußballatmosphäre pur, Wolf. Es macht einfach Bock. Schöner Pass. Da müssen Sie aufpassen. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Raúl Jiménez. Guter Vorstoß jetzt. Pass doch, ich hab doch gedrückt, Mann. Mir ist scheißegal, ob ich in dieses Spiel nochmal reinfinde oder nicht. Das ist heute definitiv das Letzte. Chance zur Flanke jetzt. Oh, das könnte was werden. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Nelson Semedo. Gute erste Hälfte. Ich meine, dass du jetzt die beiden Tore geschossen hast, das war auch definitiv verdient. Aber das, was da vorne manchmal bei mir passiert, das ist echt nicht normal. Die passen nicht, obwohl ich auf Passen drücke. Oder ja, als der lange Pass nach Neto kam, hatte ich plötzlich nur noch ein Bild die Sekunde. Ich hoffe, dass es Donnerstag besser wird in Monaco. Da heißt nämlich ein Bild die Sekunde Wand.
geht da voll in diesen Zweikampf. Ja, der wäre im Aus. Zu vollem Umfang, zumindest ist das bei FIFA. Nicht das erste Mal heute. Ja, ich bin schon gerechnet, dass du den noch so kriegst. Oh Gott. Ich muss auch sagen, ich auch nicht. Scheiße. Was für eine Szene, was für ein Angriff. Das war ein Konter aus dem Bilderbuch. Jetzt steht es ja. 2:1, eine enge Kiste. Schön, sie holen sich den Ball im Mittelfeld. Raúl Jiménez. Jetzt ist er und davon macht er das Tor. Boah, voll ins Gesicht. Und er lebt noch. Ja. Gut, war nur Neto, war nicht Jiménez. Da hat er Platz, jetzt die Flanke. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Oh, tut mir doch bitte einen Gefallen. Könnte was werden. Oh, Alter. Was für ein Hechtsprung. Ich glaube, so intensiv war mein Ich lass dich nicht raus noch nie. Richtig schlimm gerade. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Lässt der Gegenspieler stehen mit diesem Trick. Aber glaub mir, für mich ist das nicht sonderlich besser vom Gefühl her. Weil ich habe den Druck, dass der Ball da vorne bleibt. Gut abgeblockt. Fang den doch! Der Ball kommt. Dieses Tor ist natürlich das Ergebnis ihres frühen Stürmens. Entschuldigung. Oh, warte kurz. Uns wäre mein Fernseher gerade ausgegangen. Ach so, ich dachte, das dauert jetzt einen Tacken länger. Ist ja eine Pause. Nee, ich musste nur kurz was drücken. Okay. Oh, das Tor war richtig unnötig. Ja. Ich habe nicht mal auf Passen gedrückt, der hat den Ball einfach abgegeben. Das ist dann richtig bitter. Vor allen Dingen, ich glaube, der wollte sich den nur vorlegen. Der wollte den annehmen. Ja, oder das. Hätte ich auf Passen gedrückt, wäre es wahrscheinlich durch diese scheiß Passhilfe, die FIFA hat, wahrscheinlich noch was geworden. Geht gut dazwischen, weg ist der Ball. Kommt der Nächste angerannt, wie so ein Irrer. Ja, aber Neves ist halt arschlangsam, ne? Ja, leider. Zwei Schritte schneller und der wäre echt eine Granate, der Typ. Freistoß jetzt vielleicht, ist das die Chance? Oh. Das ist noch gefährlich. Neves. Klasse gehalten, Wolf. Was für eine Glanzparade. Also das war nicht einfach. Das könnte gefährlich werden. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Oh. Ich hätte laufen können. Ja, ich hab hätte es laufen sollen. Ich hab im Gedanken gehabt, dass Jiménez lauf nicht. Dan Donker. Ah, sie verlieren den Ball. Gib mir doch den anderen Spieler, wenn ich L1 drücke. Ball bis jetzt verloren. Warum will ich eher sagen? Weiß ich nicht. FIFA? PlayStation? Ich glaube nicht, dass die PlayStation rechts und links umgedreht hat. Nee. Ja, da ist Platz jetzt. Gute Chance. Falscher Fuß. Aber zu dem Spieler sollte der Ball auch gar nicht. Ich bin überhaupt froh, dass der angekommen ist. Ein Glück kann der nicht schießen. Ja. Die Chance haben sie verschenkt. Raúl Jiménez. Er passt gut auf. Ein Glück komme ich mit Jiménez überhaupt nicht klar. Ja. Und da ist der Ball wieder weg. Kurzer Blick zur Uhr. Ich hatte den beim Ultimate Team und habe in 50 Spielen nicht einmal mit ihm getroffen. Echt jetzt so schlimm? Ja. Ich komme auf ihn wirklich überhaupt nicht klar. Mein torgefährlichster Spieler bei den Wolves ist Podence.
wenn ich den in den Sturm stelle, weil was ich manchmal tatsächlich gemacht habe. Weil dann ist Hoffnung und Miles für die Abverteidigung echt verloren. Oh. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich das gleich sogar tue. Kannst du ja gleich machen, wenn du noch eins machen willst. Schau, passiert. Du hast jetzt den schnellsten Spieler des Spiels im Sturm. Ich. Zumindest mit seinen aktuellen Werten. Was mache ich da? Zu viel wollen? Nee, ich habe. Das war mehr als Abseits, bleibt da weg. Flüssigen Spielfluss beibehalten. Ne? Ja. Ach komm. Und da ist er. Ja, das müssen Sie jetzt ausnutzen. Vielleicht gibt Ihnen dieses Tor noch einen Schuss. Wir schauen uns nochmal die Entstehung des Tores Der an. müsste einen Tacken So, da besser. ist der Konter. Da ist er Er einfach müsste einen Gedanken Tacken schneller als beweglicher sein sein. Er wäre meiner Meinung nach Kapitän einer der da besten viel Spieler zu schnell für mich und mit den dem Abschluss vom auch noch Umgang her. effizient. Ja, Sie aber verlieren den Ball. Hat er halt nicht. Ich. Ne. Da gehen Sie dazwischen. Ich meine, der wäre ja auch relativ gut ausgebildet worden. Ich meine, der wäre irgendwie bei Milan oder sowas ausgebildet worden, wo da ist. Ja. Das hätte aber auch keinen Schritt später kommen können, kommen dürfen. Nee, aber das war auch mit Absicht gemacht. Ah, das aber nicht. Nein, ey, Mann. Was ist so schwer daran, dafür bei FIFA zu checken, dass solche Bälle nach hinten gehen sollen? Werf einfach ab. Ecke in die Mitte. Danke. Schluss aus, das Spiel Ach. ist zu Ende und der So, wolltest du Bremer noch eins wechselt oder war es sein letzte? Tor. Ja, komm jetzt noch. Aber danach ist wirklich das letzte. Sven wartet schon eine halbe Stunde auf mich gefühlt. Sven? Kollege von mir. Ah. Also nicht, dass ich da hingehe, aber der wollte noch irgendwas mit mir bequatschen. Ich habe ihm gesagt, das dauert ein bisschen. Ich spiele noch ein paar Ründchen mit dir und dann. Ja, ist gut, hat er auch eine Stadia. Nee, aber er will sich eine zulegen. Ja, dann wird es Zeit, sich beeilen. Noch ist, glaube ich, Formel 1 sogar umsonst. Nein, schon seit Nee, einem ist Monat nicht raus. mehr. Ah. Willst du ein Beispiel oder was? Als ob du zwei schwarze Trikots hast. Ja, schwachsinnig. Ach so, ja, ich bin ja. Wofür braucht man dann ein Ausweichtrikot, wenn das genauso schwarz ist wie das Auswärtstrikot? Ja. Boah, Alter, nicht mal das freie Tor trifft der Idiot. Ach, das Problem habe ich auch. Ich hatte gerade mit dem Denier. Ja, ich hatte Traoré. Willkommen im Molineux Stadium, liebe Fußballfans. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser heutigen Begegnung. Rolf Fuß und der Kollege Frank Buschmann werden Sie wie gewohnt durch dieses Aber Spiel einmal pro begleiten. Spiel Wir hast du immer zeigen diesen heute vielmals Hetzenfuck-Moment, wo du so zwei, auf drei dieser Minuten nicht mehr wegkommst, Online-Saison. ne? Ja, aber das Schöne ist, ich komme ja meist durch, irgendwie. Spiel Nummer 1 also nach dem verpassten Titelgewinn in der Vorsaison. Der Stachel, da bin ich mir sicher, der sitzt immer noch tief. Und Sie wollen zeigen, dass das nur ein Ausrutscher war. Och, Heute die Paket da. Gelegenheit, Ey, loszulegen. pass doch, ich hab doch auf scheiß Passen gedrückt, Ein Mann. guter Zweikampf. Mühelos geht er da vorbei. Ja, geht gut Nein. dazwischen. Falscher Spieler. Super dazwischen gegangen. Der geht nicht hin. Es ist ja auch nur ein Jimenez, der Entscheidend muss das ja aufs nicht. Der wird ja Tor. normalerweise von Vorlage seinen anderen hätte den Spielern gut Torwart einfach bedient. stecken lassen. Klasse
Ich schwör's dir, ne? Hätten die Wolves so einen Belotti, ne? Ich schwör's dir, dann wird das im Sturm ganz anders aussehen. Haben sie aber nicht. Nee, die haben nur Jimenez, der meint, der wäre ein Belotti. Er ist so ein billiger Abklatsch von dem. Das Lustige ist ja, dass. Das Lustige ist ja, dass Belotti von den Sets ja sogar schwächer ist als Jimenez. Echt? Ja, Belotti hat eine 82. Das kann doch Boah. nicht wahrsteinern, Alter. Boah. Das kann nicht wahrsteinern. Ich hätte stehen bleiben müssen. Einfach nur stehen bleiben. Scheiße. Wo Ging mir da kriegst du einen gerade die Herzinfarkt? Weil ich dran war oder was? Ja, weil du dran warst. Nicht da. Ich weiß, warum auf Stadia keiner FIFA spielt. Wieso? Weil das Spiel auf der Stadion einfach scheiße. Geht Ah, aber das ist immer so eine Hassliebe mit FIFA, glaube ich, sogar generell. da Oh Gott, was war das denn? Boah, denn zwar im Abseits, der darf jetzt den Ball jetzt Rechte erst Ball wieder direkt. berühren. Deswegen habe ich ihn abgezogen. Das hat dein Spiel halt wenig verwirrt. Kann das sein? Es kann sein, das ist gut möglich. Aber ich war es auch. Dass der schnelle Fritze da plötzlich nicht mehr rein will. Ja, das auch, aber. Oh, ich wusste es, dass du den zurückziehst. Ich wusste es. Und trotzdem kriege ich den Typen nicht gestoppt. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht. Ich stehe auf schnelle Spieler. Deswegen habe ich auch so viele davon. War es drei? Nein, 5. 5 über 80. Okay. Selbst Oh. Semedo hat mehr über 80. Ja gut, Semedo hat aber auch. Ich meine, der hat sogar eine 99, ne? Oder 96, oder was hat er? Nee, Traoré hat mit den derzeitigen Stats 99. Ja, der hat ja plus 5 auf Geschwindigkeit. Ja. Ah, das ist ja keine Pudenz und versucht zum Kopfballduell. Abseits. Nee. Als ob nicht. Bei mir hätte er schon 10-mal gepfiffen, ohne Scheiß. Das war kein Abseits, der da unten noch lief, der war nicht. Der war zurückgezogen. Welcher untere? Der unten links am Spielfeldrand. Dann war das Semedo. Ja, zeig nicht an und lauf nicht, sondern zeig an und lauf. Warum spielst du geradeaus nach vorne? Wie schön, dass du auch das Problem hast, dass sie ihn nicht. Die Gelegenheit für die Flanke. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Was für eine Technik mit diesem Volley macht er da das Tor. Das ist natürlich eine überragende Szene. Das ist jetzt natürlich schon ein bisschen einseitig hier. So ein Vorsprung bereits in der ersten Ich finde es schade, dass Mung und Tower nicht gegen uns spielen wollen. Das stimmt schon. Alter, Jimenez, kannst du einmal einen Ball behalten, sobald ein Gegenspieler kommt? Einmal in deinem scheißverschissenen Leben? Das Problem ist, dass der im echten Leben auch so ist.
Der hat in seinem ganzen Leben, glaube ich, noch keinen Zweikampf gewonnen. Okay. Nelson Semedo. Nelson Semedo mit dem Ball. Sieht vielversprechend aus. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Und den spielt er gleich wieder zurück. Ach komm. Raúl Jiménez. Guck da, das meine ich. Das ist das, was Jiménez hat. Nur beim Umdrehen lässt er den Ball schon frei liegen, was kein anderer Spieler macht, weil ich nebenbei auch noch L2 drücke. So, Jiménez, du wirst jetzt ausgewechselt. Mir geht's so langsam am Arsch vorbei. L2, sag mir, dass ich falsch liege. L2 bedeutet Ball abschirmen, oder nicht? Ja. Das heißt auch eine engen Richtungswechsel. Ball abschieben, ja, und dabei die Richtung wechseln. Habe ich gemacht und ja. Podence lässt ihn liegen. Nicht Podence, Jiménez. Ich weiß nicht mal, aber woran das liegt. Der hat sogar verdammt viel Physis. Vielleicht, weil er sich so schnell nicht gedreht kriegt. Den ja, Ball aber er zu kann den Ball währenddessen trotzdem abschieben. Jetzt ist das bei während er den abschiebt, der ist scheißegal, wie lange er braucht, um sich umzudrehen. Abgeschirmt ist abgeschieden. Das ist so jetzt meine These. Wieso? Ja, ich habe Jiménez ausgewechselt. Ich habe jetzt Podence da vorne drin stehen. Guck den Ball halt hinterher. Leck mich am Arsch, Alter, ohne Scheiß. Gib das Spiel zurück. Ich glaube, die 2 Wochen sind aber schon rum, ne? Ja, aber es ist schon zu viel Spielzeit in dem Spiel. Wollt ihr nicht vielleicht mal angreifen? Nö. Und nun ein Schuss. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Cornet. Jetzt gibt es 2 Stoß für Olympique Lyon. Ball ist jetzt wieder weg. Da ist der Ball weg. Das könnte gefährlich werden. Das ist jetzt ein Problem. Ich muss ganz offen sagen, mich überrascht dieser Zwischenstand immer ein bisschen. Ich hätte gedacht, das ist problematischer. Ja, aber so kann es gehen. Es gibt manchmal die. Was war das denn? Da gelingt einem Team alles, dem anderen nichts. Das ist heute so. Da ist der Ball drin. Wir kommen weg. Nein, der Assistent hatte die Fahne gehoben. Ach komm, Depay, du hast doch. Bist doch schon angelaufen, da kannst du auch durchlaufen. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und das ist der Ball. Soll ich den Tipp geben, wie die halt dann durchlaufen? Auf L1. Nein. Mach den scheiß Passassistenten aus. Nur da musst du, spielt er exakt in die Richtung, in die du angibst. Das ist dann Übungssache. Naja. Aber dann laufen die durch, wenn die anzeigen. Ja, das ist dieser Volta-Modus da. Da ist das ja auch. Da ist Léo Dubois. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ja, sie können erstmal klären. Geh halt nicht hin. Lucas Paquetá. Gefährlich jetzt. Was für eine Aktion. So gerade
Moment, ich muss mal wechseln. Häuser, da. Wie willst du jetzt denn wechseln? Dembele. 86 Tempo. Und Kopfball ungeheuer. Mein Verteidiger eigentlich schon. Was war denn Donker? Wenn FIFA nicht will, dass ich gewinne, dann läuft das halt so. Ja, FIFA will aber die ganze Zeit nicht, dass du gewinnst. Ne, bei vielen Spielen ist das wirklich so, dann spielst du halt für den besser. Aber im Moment dieses Spiel, ich glaube nicht, dass ich jetzt nur aus eigenen Stücken 6-0 gegen dich verliere. Und dann macht er den nicht. Weil FIFA fängt mittlerweile auch an, habe ich, das war gerade zumindest der Fall, der hat meinen Innenverteidiger nach außen gezogen. Damit einer frei steht. Und ich hatte den nicht angewählt. Ich will euch Arschlöchern ja nichts, ne? Aber was soll das? Ach Gott. Bei diesem extremen Pressing. Torreich und einseitig. So kann man das Spiel bisher zusammenfassen. Ach, geht's jetzt los, dass es jetzt hin und her schwappt? Das ist jetzt seine Chance. Ja, jetzt geht's los. Muss ich auch noch gucken, dass ich keine sechs Dinger fange. Mehr tust du nicht, glaube ich. Erst kommt der Pass und dann macht er das einfach klasse, bringt den Lupfer und der Torhüter kann nur noch zuschauen. Wirklich torreich, wie es heute zugeht. 6:2. Schön dazwischen gegangen, Ballverlust. Gefährliche Szene. Ja, ich bin ein Verteidiger. Ich gucke den Stürmer beim Spielen zu, weil das viel schöner aussieht als Verteidigung. Wie wäre es, wenn ihr mal dafür sorgt, dass das Spiel von denen nicht so schön aussieht? Alter, das war ein Foul. Das war locker flockig ein Foul. Ja, komm, leck mich am Arsch. Herzlichen Glückwunsch, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das liegt jetzt nicht daran, dass du 7 Tore geschossen hast, das liegt daran, dass man mich schon wieder in die Verteidiger weggezogen hat, in dem Moment, wo ich sie anwählen wollte. Ja, alles gut. Jut, jut, jut. Dann wünsche ich dir heute Abend noch viel Spaß. Je nachdem, was gespielt wird. Ja. Warte, falls der Typ eigentlich noch, überhaupt noch da ist, warte mal ganz kurz. Cool. Ob was noch da ist? Ob der Typ noch, ob er noch da ist. Ob das Schwende noch überhaupt noch da ist. Das ist ein Schwäble. In Bayern. Bayern. Bayer. Oh ja. Also er wohnt tatsächlich, er wohnt in der einzigen Stadt, die bayerisch und schwäbisch ist. Deswegen ist er doppelter Ausländer. Ja. Was spiele ich denn? Was? Was spiele ich denn? Weiß ich nicht. Boah, Handy, du solltest so langsam wissen, dass ich so ein bisschen Nordisch schreibe, ja?
Ich habe kurzzeitig beim Ende des Spiels nochmal einen tattrigen Finger bekommen, ne? Als diese zwei Tore innerhalb von 10 Sekunden gefallen sind. Ja, Oh, die aber Aufnahme.